Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde in Unpacking. Wir hatten, oder ich hatte beim letzten Mal die Jahre 1997, 2004 gespielt. Und zwar in diesem Spiel, das aus kognitionspsychologischer Perspektive total interessant ist, weil die Spielerin tatsächlich eine Biografie aus Artefakten projizieren und entwerfen. Und es gibt ganz verschiedene Hinweise, die hier schon zusammengehen. Und ich würde ganz gerne erst nochmal rekapitulieren, was wir beim ersten Mal beobachten konnten und was nicht. Und dann heute in das nächste Jahr weitergehen. Bin schon sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich kann mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern, aber das wird, glaube ich, ganz gut. Und das Zweite, was ich machen möchte, ist, dass ich immer das so in 30-Minuten-Scheiben mache. Also ich werde jetzt nicht einen Raum oder eine Wohnung komplett machen, da die Wohnungen selbst auch natürlich dann immer größer oder vielleicht auch immer wieder kleiner werden. Wir schauen mal. Aber zunächst erstmal würde ich ganz gern einsteigen mit der Albumwahl und mir vor allen Dingen die nochmal anschauen, die wir uns schon angesehen haben, nämlich das Kinderzimmer. Hier sieht man nochmal ganz, ganz schön, wie wir das Ganze sortiert haben. Auf zwei Dinge möchte ich hinweisen, weil wir das für die Wohnung dann 2004 gesehen haben. Sie zeichnet Tierentwürfe und das Schwein mit der Schleife, darauf hatte ich schon hingewiesen, dass es eine große Rolle für die Protagonistin zu spielen scheint. Und im Rückblick ergibt sich natürlich hier vermutlich mit diesem Bild, das sie von ihrem Schwein gemalt hat, mit der Schleife, dass das der erste Tierentwurf gewesen ist, den sie angefertigt haben. Hier drüben sehen wir noch einen zweiten, ein Pferd auf der Wiese. Und Moment, da muss ich mal rüber scrollen und vielleicht mich ein bisschen kleiner machen, damit man das besser sieht. Moment, wechsle ich mal so. Ich glaube, so ist es besser zu sehen. Und hier ist der zweite Entwurf, also das Pferd, was natürlich zu ihren Vorlieben passt. Ne? Daneben interessiert sie sich für Superhelden, liest sehr viel und wir haben auch beobachtet, dass sie einzelne Bücher mitnimmt, von denen tatsächlich nur dieses Orangene von Wohnung zu Wohnung mit in die nächste Wohnung umzieht. Der Rest sind wahrscheinlich Kinderbücher. Sie spielt aktiv und gern Fußball und sehr erfolgreich, hier steht ein Pokal. Und dann hatten wir uns den Zauberwürfel angesehen. Das möchte ich jetzt hier nochmal machen, um mir zumindest mal die eine Seite ein bisschen besser einzuprägen. Also weiß, weiß, weiß. Okay, das passt. Weil ich vermutet hatte, dass an diesem Zauberwürfel sich beim Umzug in die neue Wohnung nichts geändert hat. Aber sehen wir mal. Also sie zeichnet sehr gern und das wird für uns der Punkt sein, an dem wir ansetzen werden dann bei den weiteren Bewohnern. Schauen wir nochmal auf die Wohnung. Unklar war mir das geblieben, ja, was das sein soll. Aber das interessiert mich jetzt noch gar nicht so sehr, sondern ich möchte hier zurück. Und tatsächlich, mein visueller Eindruck hat mich nicht getäuscht. Der Zauberwürfel wurde zwischen 1997 und 2004 exakt nicht einmal bewegt. Ja, also das heißt, der zieht als Artefakt von Wohnung zu Wohnung mit um und hat keine Relevanz. Jetzt stelle ich aber auch mal auf, so, nee, das kann ich nicht darüber stellen, das ist sehr schade. Das Zweite ist, dass tatsächlich hat er hier oben noch nach Büchern gesucht, die sie möglicherweise mitgenommen hat, aber das ist das Einzige, das sie mitnimmt, dieses orangene Buch, das umzieht von 1997 bis 2004. Es ist schwierig, sie vom Alter her einzuschätzen. Ich würde mal sagen, sie ist mindestens 18 Jahre alt, aber wahrscheinlich, wenn sie 1997 vielleicht 12 Jahre alt ist, 12 oder 13. Wir gehen mal davon aus, dass sie 2004 der Einfachheit halber 20 ist. Ja, wohnt hier in einer sehr kleinen Wohnung und sie zeichnet sehr gern Tierentwürfe. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Hier, da und da. Das sind neue Entwürfe. Die alten Entwürfe, also das Bild vom Schwein und von den Pferden, sehe ich jetzt, habe ich nicht ausgepackt. Aber das ist im Wesentlichen das, worum es geht. So, jetzt schließen wir das ab.
Die Vorlesung beginnt am Montag. Ah! Das bedeutet, dass je nachdem... Ach, das wusste ich nicht. Je nachdem, aus welchem Zimmer ich das Ganze verlasse, kommt der andere. Also die Uni beginnt am Montag. Also sie studiert tatsächlich, macht nicht nur eine Ausbildung. So, was sagt sie hier zur Küche? Ich muss selber kochen. Ah, das hatten wir schon. Aber schauen wir nochmal. Und beim Bad. Ob da noch eine Information dazu kommt. Nee, also nicht essentiell. Da belassen wir es mal beim Arbeitszimmer. So. Mit dem entscheidenden Hinweis, dass sie ein Uni-Studium aufnimmt. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen. Und zwar dahin. März 2007. Das ist dann 3 Jahre später. Ja. März 2007. Da ist sie jetzt 23 geschätzt. Okay, schauen wir uns erstmal um, machen wir uns ein bisschen kleiner. Die Wohnung ist schon ein wenig geräumiger. Wir sind in einem Wohnraum. Ein Esszimmer. Ess- und so Spielzimmer, so wie es hier aussieht. Dann haben wir ein Schlafzimmer als nächstes. Schlaf- und Arbeitszimmer. Und ein Bad. Und eine Küche. Okay, wir fangen mal hier an im Wohnzimmer. Uns zunächst erstmal umzuschauen. Hat er irgendwie eine neue Vorliebe für Insekten? Sie näht. Ja, das passt natürlich zu ihrer kreativen Ader mit dem Malen. Hier sehen wir schon Stifte. Das ist hier Roller Derby. Okay. Sonst erkenne ich jetzt nichts weiter, was wir schon mitgebracht hätten. Neben der To-Do-List und Büchern, einer Wärmflasche. Das kann ich auch nicht verschieben hier. Steht jetzt hier eine Videospielkonsole. Die ist neu, das dürfte eine PlayStation 2 sein. 2007. Ja, das kommt hin. Das ist auch vielleicht eine 3er-Variante. Das ist, glaube ich, das wird nicht hier so unterschieden. Aber schau mal. Okay, wir haben hier einen Teppich. Der hier. Der liegt hier. Okay. Aber beginnen wir mal mit dem Auspacken. So. Das. Da hatte ich vermutet, dass es GameCube-Spiele sind. Könnten aber freilich auch DVDs sein. Obwohl mir ein Rätsel ist, wieso sieht die dann... So. Das scheint hier der richtige Platz für dich zu sein. Für die Superheldenfigur. Das sieht nach Film aus, tatsächlich. Ah, das ist ein Designbuch. Das zieht mal. Kriegt sie nirgendwo hier rein. Das ist zu tief. Dann hoffe ich mal, dass wir es. Okay, das müssen wir hier hinstellen. Ein T-Shirt, das ist ein Schlafanzug. Was haben wir noch? Tanzbild. Das macht sich doch da ganz hübsch. Der CD-Rekorder ist mit umgezogen. Passt der hier hin? Ja, der passt da hin. Gut. Die CD ist dazu. Okay. Also insofern, da hat sich noch nicht so viel geändert. Topf, na super. Der riesen Spaghetti-Topf, dafür alles herhalten muss. So, dann stellen wir erstmal hier her.
Das scheint mir ja noch ein Film zu sein. Noch ein Film, also die DVD-Sammlung, wenn das eine ist, die wächst. Ah, die Spiele. Ziemlich witzig hier. Habe ich noch gar nicht genau drauf geschaut. Capital. Ja, also das ist die No-Name-Fassung von Monopoly. Also sie spielt wahrscheinlich wirklich gern. Und hebt hier Spiele auf und hat gleichzeitig noch einen eigenen Spieleraum. Wo wir auch dieses Bild, denke ich, hinhängen. Halt, Moment. Für diejenigen, die so RPGs spielen oder so etwas, oder Pen and Paper Rollenspiele, da würfelt beim letzten Mal war darauf ein Hinweis, dass sie so Pen and Paper affin ist. Das ist natürlich ein Rollenspiel. Kombo hier, also das heißt, aus dem Helden mit Schwert, dem Bogen, Distanzwaffen und hier dahinter steht wahrscheinlich eine Magierin, die gerne heilt. Also eine klassische Rollenspielbesetzung, würde ich jetzt mal vermuten. So, dann kommt hier noch eine andere Konsole dazu. Das sieht mir sehr nach einem Nintendo GameCube aus. Hm, da ist er schon. Ist natürlich hier anders gestaltet, ne? Also das heißt, das ist... und dazu die entsprechenden Spiele. Ich hatte ja beim letzten Mal gemutmaßt, dass das Nintendo GameCube-Spiele sind. Die sehen jetzt hier tatsächlich nach GameCube aus. Wie man an der Front erkennt. Interessanterweise in der PAL-Fassung. Aber dafür spricht natürlich auch, dass sie sich in Europa sehr viel bewegt. Also das heißt, sie war ja in London und in Paris auf Ferienreise. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich hier diese DVDs mit hier unten reinsortieren. So. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Da haben wir oben noch ein bisschen Platz. Und den Schlafanzug, den nehmen wir mit rüber ins Schlafzimmer. Das scheint ein Schlafanzug zu sein. So, Moment. Den legen wir erstmal hier ab. Jetzt ist es aber sehr still. Mal sehen, was für Musik hört. Ah, das können wir mal lassen. Das klingt doch ganz nett. Okay. Ach, dann. Der Flatscreen-Monitor. Der die Röhre ersetzt hat, zum Glück. Hat sie mehr Platz auf ihrem Schreibtisch. So, Notizbücher. Was ist das? Oh, das scheint ein Entwurf zu sein einer neuen Figur. Das heißt, sie zeichnet noch. Na, schauen wir doch mal weiter. Was haben wir da? Was ist das? Noch ein Notizbuch? Kalender? Stifte? Das heißt, das ist nach wie vor eines der wichtigsten Utensilien. Gucken wir mal weiter. Oh, die Stiftsammlung wird professioneller. Das heißt größer. Und ansonsten arbeitet sie noch mit denselben Utensilien. So, gucken wir weiter durch. Noch ein Notizbuch. Also das heißt, sie ist Radiowecker. Kriege ich den hier irgendwo am Bett unter? Das sieht nicht so gut aus. So. Postkarte. Das ist doch Florenz. Okay. Florenz. Das ist Venedig. Und? Venedig und Rom, ja, würde ich sagen. Rom. Also Italien. Es hatte jemand aus Italien geschrieben. Sowas hängt man doch üblicherweise an den Kühlschrank, wenn man denn einen magnetischen Kühlschrank hat. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ah! Ach gut, das hängt ja von selbst. Das ist ja gut. Gut. Ich glaube, so rum bin ich schneller. Hängen wir doch die Reiseeindrücke einfach an den Kühlschrank. Das sind Post. Sind das Postkarten oder Fotos? Das kann man schwer entscheiden, ne?
sehen eigentlich eher nach Fotos aus. Na, sei es drum. Das kriegen wir schon rein. Die Szenerie mal wieder ein bisschen kleiner. Okay, das heißt also, sie fängt an zu studieren, zieht jetzt in eine größere Wohnung 3 Jahre später, arbeitet immer noch an ihren Tierentwürfen. Herrlich, die unterschiedlichen Blätterbücher. So, was haben wir hier? Noch ein Notizbuch. Also das scheint tatsächlich ihre Profession zu werden. Ja, das ist ein Buch über, also Körperproportion. Das gehört doch ganz klar hier zum Arbeiten hin. Ja, natürlich. Also die Entwürfe des Menschen, eine mobile Konsole. Die packen wir doch mal mit ins Wohnzimmer, oder? Obwohl, wenn sie im Wohnzimmer schon spielen, kommt sowas eigentlich eher ins Arbeitszimmer, damit man es bei der Hand hat. Also zumindest mag ich das sehr, wenn man schon spielt, dass man dann kriegt oder den MP3-Player noch daneben legen. Aber so vielleicht. Ah, das ist doch schön. Ja, ich hab eine ähnliche. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe eine ähnliche. Also die elektronischen Geräte, die ich benutze, die lasse ich sehr gerne offen liegen, damit ich schnell drauf Zugriff habe. Und das kann man hier auch ganz gut machen. Ja, auch das ist natürlich ein Buch, das sie für ihre Tätigkeit, das Zeichnen braucht. Also das heißt, sie professionalisiert sich hier nach und nach. So, jetzt kommt ein zweites dazu. Type. Hat möglicherweise was damit zu tun, dass sie schreibt und zeichnet. Gut, okay. Damit ist das Rollenspielthema gesetzt. Das ist ein typischer Pen and Paper Rollenspielwürfel. Ja, das sieht auch danach aus, ne? Also das heißt, sie spielt gerne in Gesellschaft. Gerne auch etwas komplexere Rollenspiele, also Pen and Paper. Das muss man schon. Oh, das ist ein Zeichentablet. Dann räumen wir die Stifte doch mal hier rein. Ah, das ist gut, die kann man noch. Ach so, die kann man noch hier aufeinander stapeln. Dadurch verbrauchen wir natürlich weniger Platz. Das ist gut. So. Dann können wir das hier ablegen. Da gehört es auch hin. Das verranzte Mauspad, die Maus dazu. Und die Tastatur. Und ein Timeplaner. Gut. Da scheint sie wenigstens der Marke treu zu bleiben. So, mal sehen, was hier drin sein könnte. Ja, der Rechner, der ist geblieben auf dem Niveau. Deswegen würde es mich jetzt auch wundern, wenn er ein anderes System als Windows 98 fährt. Aber schauen wir mal. Schalten ihn ein. So. Das sieht alles nach dem alten System aus. Hat sie nur die Röhre ausgetauscht. Und wir hatten gesagt, dass sie ungefähr 23 Jahre alt ist, ne? Okay, dann nehmen wir erstmal die Notizbücher. Dieser komische Wecker hier, der nervt. Durch sein dummes Format kriegt man den nirgendwo rein. Gut. Das ist tatsächlich ein Windows 98 System, das da noch läuft. Oh Mann, das ist auch wirklich, wenn man 2007 noch. Oh, da kommen Messages rein. Das ist hier nicht so geschickt. Das freut das nicht so gut. Dann legen wir doch die Terminplaner hier oben drauf.
bisschen Platz für diesen blöden Wecker. So sieht es doch ganz gut aus. Muss man noch stellen. 5.54 Uhr. Okay, jetzt. Okay, also machen wir jetzt mal den Rechner aus. Sie hat eine Auszeichnung bekommen. Die ist neu. Okay, also vielleicht. Ja, wir schauen mal. Wir schauen einfach mal weiter. Ach, jetzt geht die Wäsche los. Na gut, das Bett haben wir ja freigeräumt. Da kommen wir jetzt mal, glaube ich. Das geht jetzt relativ schnell. Beim letzten Mal hatten wir. Obwohl, wir wissen jetzt noch nicht, wie viel sie bringt. Ich mache jetzt trotzdem mal hier schon den Schrank auf und die Schublade. Das können wir vielleicht ein bisschen abkürzen diesmal. Den muss gleich in die Schublade räumen. Das ist ein bisschen ein eigenwilliges Designelement, zu sagen, jetzt das räumen wir hier stimmtenweise die. Unterwäsche ein von ihr. Aber das ist vielleicht noch begründet. Mal sehen, was noch kommt in der Geschichte. Das hat vielleicht noch irgendwie eine Kniff, warum wir das so machen, damit wir möglicherweise auf was hingewiesen werden, das noch von Relevanz ist. Okay, also das ist. Wir tun mal so, als sei es erzähllogisch motiviert. Okay, sie hat das erste Mal einen Rock, also den haben wir vor 3 Jahren, als in ihre erste Wohnung eingezogen ist, hat sie tatsächlich noch keinen Rock getragen. Okay, eine Mütze. So, ein paar Socken. Okay. Das orangene Buch, das zieht mit. Da würde mich mal interessieren, was da drin, was es ist. Das kann man. Okay, das ist eine das ist wirklich eine der wenigen Konstanten, die sie mitnimmt. Dieses orangene Buch. Und das mal auch jetzt mal auspacken, ne? Also dass die schon ausgepackt ist, sondern das. Dass man jedes Mal neu auspackt. Okay. So. Die BHs hat man separat gepackt. So. Ich liebe bequeme Schuhe. Beim letzten Mal hatten wir da Chucks und weiß nicht, genau. Das sind die Chucks. Nee, den Rechner nicht umpacken. So, das zweite Paar. Und die Schuhe dazu. Okay. Eine Hose. Noch ein Rock. Oh, Shirt ist da drin. Ich muss das mal Probe hängen hier. Da kann man nicht sehr viel erkennen. Dann können wir es auch tatsächlich hier mit auf den Stapel tun. Die Pen and Paper Community, also ein Fanshirt. Was ist das? Na, das könnte so eine Affinität zu einem ihrer Entwürfe sein, also so ein Tier. Eine sehr bequeme Jacke, die sie schon in der anderen Wohnung hatte. Das ist wiederum so ein Poster.
Hat sie das mitgenommen aus der anderen Wohnung? Ja, und das ist das Drei Miles Home out there. Also Musik, die sie liebt. Das Poster sieht jetzt hier schon ein bisschen angefressen aus. Das heißt, wir hängen es mal um in die. Spielezimmer. So, also Musik, die sie schätzt. Schauen wir mal weiter, was ich noch mitbringe. Noch einen alten Bügel. Was ist denn das hier? Das ist von dem Bett. Versuch's mal größer zu machen. Von dem Bett ein Abdruck. Also entweder hat sie selber das Zimmer umgeräumt. Oder es ist vom Vormieter. Das ist ja witzig. Aber das passt genau, ne? Also das heißt, es könnte genau auch dieses Bett gewesen sein, das sie zugunsten des Schreibtisches verschoben hat. Also dass sie vielleicht Arbeiten und Gruppe getrennt hat, dass der Schreibtisch nachher hier eingezogen ist. Okay. Aber mehr können wir dazu nicht sagen. So, noch eine Hose. Noch eine Hose. Das sieht aus wie ein Frisbee. Noch ein paar Sportschuhe. Was ist das denn? Kann ich nicht einschätzen, was es sein soll. So, nochmal Unterwäsche. So, da können wir ja nochmal die Sockenwale einräumen. Ah, ihre Tasche. Stellen wir die jetzt erstmal zwischen. Okay, die benutzt sie weiterhin. Sehr schön. Ist das eine Bluse? Das ist ein Logo. Und zwar. Moment. Das ist ein Logo, das heißt, sie arbeitet irgendwo. Mit dem Kürbis drauf. Okay, also sie jobbt nebenbei, also sie arbeitet, sie macht Entwürfe, sie zeichnet viel, ist 23 Jahre alt, ist vielleicht schon mit dem Studium fertig. Je nachdem, wie lange sie studiert, das kann man schlecht erraten, aber eine Bluse. Das Hemd, das hat sie schon in der alten Wohnung gehabt. Ja, und da haben wir das letzte Puzzlestück. Also, das ist eine Schürze gewesen. Okay, dann arbeitet sie irgendwo in der Gastro als Bedienung. Oder in der Küche. So, das sieht mir noch sehr nach einem Schlafanzug aus. Nicht unter das Kissen legen. So. Ein Oberteil. Es wird ein bisschen femininer. Also in der Bildsprache dieses Spiels ein bisschen femininer. Und man muss ja da immer ein bisschen plakativ draufsetzen. Das bringt ja nichts, wenn man Zeichen zusammenlegt, die keiner versteht. Okay, also vielleicht finde ich den Fußball noch, aber offenbar nimmt sie den Fußball nicht mehr mit. Also das war ein dominierende Sportart in ihrer Kindheit. Beim letzten Mal hat sie nur den Fußball mitgenommen, nicht mehr den Pokal. Und jetzt fehlt auch der Fußball. Dafür hat sie einen neuen Sport für sich entdeckt, offenbar. Und zwar zum einen das Frisbee-Spielen. Ja. Und zum anderen macht sie offensichtlich so Yoga und leichten Kraftsport, hat ein paar Lauf- und Sportschuhe. Was das hier ist, weiß ich leider nicht. Das bin ich nicht. So, jetzt versuchen wir mal die Schuhe alle einzuräumen. Das war gar nicht so einfach, wie ich das. Gucken wir mal. Ja.
Achso, können wir es machen. Das ist doch gut. Okay. Hast die Schuhe eingeräumt? So, was von den Sachen können wir dann hängen? Machen wir mal das. Da vermute ich mal, dass da kommt noch. Das können wir auch hängen. Die Rücke können wir hängen. Und die Jacke. Können wir auch hängen. So. Gut. Dann haben wir also noch die Jeans. Die Shirts. Halt. Die Shirts. Die Schlafanzüge. Kann man eigentlich hier anpacken und die Shirts hier runter, ne? So, da kommt bestimmt noch was hinterher. Was das hier ist, weiß ich allerdings. Das sah aus wie ein Schlafanzug, ist aber vielleicht keiner. Gut, dann machen wir das mal. Halt, nee. Sortieren wir mal die Wäsche noch ein. Okay. So, was das ist, keine Ahnung. Weiß ich überhaupt nicht. Stellen wir mal hier oben ein. Sieht aus wie eine Mischung so aus Tauch. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, hier haben wir noch die Arbeitsklamotten. Die Mütze noch daneben? Gut. Okay. Also sie verdient sich mutmaßlich als Freiberuflerin. Zeichnet ihre Entwürfe, das Schwein. Hat sich das irgendwie verändert? Das ist auf beide Beine sind angenäht, wie man sieht. Sonst macht es eigentlich noch einen ganz fitten Eindruck. Also sie arbeitet als hat einen Nebenjob irgendwo in der Küche, entwirft wahnsinnig viel, hat sich für das Zeichnen professionalisiert, hat eine Auszeichnung bekommen, hier hängt schon der nächste Entwurf. Hat offenbar spielt gemeinsam mit anderen gesellig und hat nebenbei angefangen zu nähen. Also das sind schon ganz gute Hinweise darauf, was uns hier erwartet hat. Und gucken wir mal in die Küche rein. Was uns hier erwartet. Es wird schon gruselig genug werden. Also das Sammelsurium an Tassen wächst weiter. Ich zoome mal ein bisschen raus. So, ein Wischtuch. Das können wir gleich hier mit drüber hängen. Das ist praktisch. Noch eine Tasse. Ja. Noch ein Wischtuch. Ja. Die komische Zuckerdose. So, Salz. Das müsst ihr unten rein. Das schraufen wir so. Es ist interessant, wie man sich so zurechtfindet, ne? Also man macht dann die Schubladen auf. Ah, ein Kühlschrankmagnet. Offenbar mit sehr vielen Tieren. Ah, die Feder als Element ist auch drüben schon mal aufgetaucht. Da. Das scheint irgendwas mit einer Community und mit einem... So, dann haben wir noch andere Kühlschrankmagneten. Noch ein Herz. So. Okay, das fiel diesmal überschaubar aus. So, jetzt schauen wir mal. Teller. Da haben wir jetzt, hat sie hier tatsächlich ein Set an Geschirrschen gekauft. Also, und an Gläsern sehe ich gerade. Da. Die irgendwie schon aufeinander abgestimmt sind. Also, es tut sich was. Man erkennt so die Vorliebe für Florale und Motive für Tiere, ne? Das erkennt man hier an dem Wischtuch. Auch hier überall. Also Tiere spielen eine sehr, sehr große Rolle für sie, wie es scheint. Was das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Irgendeine Flasche. Steck mal einfach in. So, die Pfanne. Gut. Was ist das? Das ist ein Handtuch, ein Badehandtuch. Ach, das ist hier ein großes lilanes Badehandtuch, genau. Das hatte sie schon in der anderen Wohnung. Das ist der ominöse Sandwichmaker oder was auch immer das ist. Das Insektenvernichtungsmittel. Ich pack's erstmal aus. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und dann kriegen wir es nicht mehr unter. Okay, das war ja überschaubar. So, dann legen wir das Schneidbrett mal hier hoch. Also sie hat sehr viel mehr Platz in der neuen Küche. Gleich zu halten. So, die hier unten, die Tür haben wir noch gar nicht aufgemacht. Da war das dran. Da war das dran. Ui. Ah, gut. Hat sich das erledigt. Da können wir auch den Sandwichmaker damit reinstellen, wenn es in einer ist. So. Geschirr ist dreckig. Aber das gehört sich so. Hat eine Aufguss-Kaffeemaschine. Damit auch ordentlich Kaffee. Okay, also nicht mehr den löslichen Kaffee vom Anfang des Spiels. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir ja. Ah, okay. Schauen wir auf die Uhr. 36 Minuten haben wir jetzt. Oh. Dann würde ich mal. Ich denke, ich mache die Wohnung einmal fertig. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Oh, das ist neu. 2007, also 23. So, das ist. Ah, das ist okay. Das ist die. Ihre. Glieder. Gliederpuppe. Was ist das denn? Das passt da rüber sehr gut zu ihrem Ganzen. Das passt farbig nicht so gut. Ich glaube, das passt nirgendwo gut hin. Also eine kleine Pflanze. Schauen wir mal weiter, was hier noch so. Ah, das hat sie vom letzten, aus der letzten Wohnung. Ah, jetzt kommen ihre ganzen Bücher. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, wo die alle sind. Huch. Das sind noch nicht bemalte Figuren. Das heißt, es für das Tabletop-Spielen bemalt man üblicherweise Figuren. Und die hat sie offenbar noch nicht bemalt. Und da hat sie halt noch ein bisschen was zu tun. Ein sehr schönes Hobby, das viele Menschen ganz zu Recht sehr lieben und schätzen. Das Buch legen wir oben drauf. Ist sowieso egal, die Bücher liegen. Moment, das ist das einzige mit einem Cover. Okay. Das sieht aus wie ein Tier. Das sieht aus wie ein Storybook. Neben den ganzen Notizbüchern, die hier liegen, die faktisch. Ich nehme nochmal eins raus. Ah, die haben alle ein Cover. Nee, nur die braunen haben ein Cover, die schwarzen nicht. Das heißt, es sind die ersten zusammenhängenden Sachen, die sie entwirft. Und das sollten wir uns vielleicht mal merken, dass hier mit dem grauen, mit dem goldenen Einband, das könnte wichtig werden. So, das orange Buch stellen wir mal hier hin. Das scheint ja wichtig zu sein. Von ihren anderen Büchern hat sie nur ein paar mitgenommen. Okay, also sie entwirft komplette Geschichten mittlerweile oder macht Sammlungszusammenstellungen mit ihren Illustrationen, die meistens was mit Tieren zu tun haben. Ja, was ist das denn? Ah. Okay. Das könnte ein Entwurf von ihr sein. So, jetzt kommen noch die Reiseutensilien. Wo stellen wir die denn hin?
die sind ja immer so, die prägen sie ja. Wo stellt man denn sowas hin? So im Regal zu verstecken, ist eigentlich zu fade drum. Okay, Paris, London. Ah, okay. Das heißt, sie war selbst in Italien. Sie hat nicht Postkarten aus Italien bekommen. Ne, wir platzieren das prominenter. Das stecken wir nicht da unten in die Kiste rein. Das scheint ihr wichtig zu sein, ihre Reise mit Pringsler. Das heißt, die zeigen man ihrem Wohnraum. So, das bedeutet aber auch, dass das Fotos sind und keine Postkarten, die sie gemacht hat. Das heißt, sie hat eine Italienreise gemacht. Passt natürlich zu ihrem Beruf und passt auch zu den einzelnen zu zwei, drei Büchern, die wir da ausgepackt haben. Auch das ist ein Buch, das sie aus der alten Wohnung mitgenommen hat. Okay, das können wir alles, das können wir erstmal stapeln. Okay. So. Ja, da können wir die Bücher auch da unten reinstellen. So. Dahin. Das sind alles Bücher, die sie mitgenommen hat aus der alten Wohnung. Vielleicht auch das Huhn hat vielleicht auch hier Platz. Ach, das geht auch. So. So können wir es lassen. So, dann schauen wir noch schnell ins. Ach ja, das eine. Also die beiden Plüschtiere nimmt sie mit, die Katze und das Schwein. Und daneben scheinen sie sich neu angeschafft zu haben, dieses Huhn. Und man sieht auch an den Plüschtieren, dass es keine Affinität ist, nur irgendwie zu Plüschtieren, sondern sie beschäftigt sich damit anscheinend auch beruflich. So, dann machen wir das Bad mal schnell noch fertig. Das ist nicht mehr viel, denke ich. Ja, das ist eine. Das sind aber viele Zahnbürsten. Okay. Separate Rasierer. Aber warum nicht? Das können wir jetzt mal das ganze kleine Zeug hier mal hier unten reinräumen. Machen wir uns erstmal so. Sortieren sie erstmal auf den Boden, gucken, was das alles ist. Und. Okay. Keine Badewanne mehr im Übrigen. Das wäre schon für manchen Grund, gleich wieder auszuziehen. So, okay. Schön. So, wenn ich mir das richtig anschaue, haben wir hier die. Können wir die ganzen Utensilien hier in die Dusche stellen. Da, wo sie hingehören. Das Spray können wir hinten hinstellen. Okay, das passt uns nicht. Warum passt uns das nicht? Okay, das geht. Dann nehmen wir die ganzen Hygienesachen. Versuchen wir. Da unterzubringen. Das können wir hier ganz gut noch drunter stellen. Noch eine Handseife. Parfüm kann man immer so hinstellen. Eine Bürste, das ist natürlich total wichtig. Dann nehmen wir das vielleicht mal hier rein, die Bürste dahin. Wo tun wir das hin? Das kommt hier vorne. So, okay. Also jetzt haben wir alles eingeräumt. Das im Bad, das ging jetzt zügig. Das war jetzt dann nur noch die Zusammenstellung des Ganzen. Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt. Also wir sind 2007. Sie ist vielleicht 23, 24 Jahre alt. Möglicherweise hat sie ihr Studium abgeschlossen, arbeitet bereits oder versucht sich zu verwirklichen, hat eine Auszeichnung bekommen. Ich denke, möglicherweise. Wir schauen mal, was der Abschluss sagt. Es war ein großer Tag, ich bin todmüde.
Spannend. Schauen mal, was hier noch an Informationen dazu kommt. Also sie ist offensichtlich, hat sie mit etwas großem Erfolg gehabt. Okay, das hatten wir schon vermutet, dass sie gerne spielt und Tabletop spielt. Das war jetzt auf der Basis der Ausstattung nicht so besonders. Schauen wir mal hier. Das mit dem Nähen war ja neu. Ich freue mich schon jetzt auf die Filmabende. Naja. Ah, sie hat einen Fernseher. Stimmt, das hatte sie vorher nicht. Okay, gut. Na, dann kann ich das gut verstehen. Okay. Und der nächste Schritt wird dann 2010 sein. Sie ist dann 26 Jahre alt ungefähr. Das schaue ich mir aber nicht mehr heute an, sondern dann in der nächsten Folge. Sehr schön. Also dann haben wir den zweiten Rutsch von Unpacking abgeschlossen. Und ich hoffe, dass man das ein oder andere schon sehen konnte, wohin die Reise geht. Freue mich darauf, den nächsten Schritt zu machen und ja, auf dann, ciao.